Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir beschäftigen uns heute aus dem Kapitel Mechanik mit dem Trägheitsmoment J. Für dieses Video solltet ihr bereits die Filme über das Drehmoment und die Winkelbeschleunigung gesehen haben. Wir lernen heute, was das Trägheitsmoment J ist, wie ich es berechnen kann, und zum Schluss sehen wir uns noch ein paar Beispiele an. So, dann starten wir heute mal mit einem kleinen Experiment. Wir nehmen zwei Gegenstände, und zwar eine Rolle Klebeband und einen Klebestift, und legen sie hin und lassen sie gleichzeitig losrollen. Wir beobachten, der Klebestift beschleunigt schneller als die Klebebandrolle. Das liegt daran, dass sie unterschiedliche Trägheitsmomente haben. Was aber ist nun das Trägheitsmoment genau? Einfach gesagt, können wir uns folgende Definition aufschreiben. Das Trägheitsmoment J gibt an, welche Winkelbeschleunigung Alpha ein Körper. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com